Jo, hi, zurück zu Ghostwire. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind der Mary gefolgt. Und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. I don't know. Das Totenreich ist Geh echt weiter. trostlos. Es würde mich auch wundern, wenn es anders wäre. So, und so wie ich das verstehe, sind wir jetzt allein, ne? Kommt er mit oder ist er mitgekommen? I don't know. KK ist irgendwie Klingt wie mit dabei, aber wir haben keine Fähigkeiten, glaube ich. Ein Krankenhaus. Wir sehen uns in 6 Monaten. Das Krankenhaus. Dann können wir schauen, wie es Ihnen beiden geht. Jemandes Erinnerung? Aber wessen? Marys. Es ist ein Mädchen. Du wirst bald ein großer Bruder sein. Seine Erinnerung, okay. Zu Hause. Oder? Würde ich mal sagen. War ein bisschen neidisch auf Mary, kann sein. Was für ein liebes Mädchen du bist. Räumst ganz alleine auf. Sind das meine Erinnerungen? Würde ich mal sagen, oder? Okay. Du kannst es mir immer sagen, wenn du in der Schule Probleme hast. Okay. Kiddies immer gucken. Was ist das? Die Grundschule, auf der wir waren. Schule. Nein, ich treffe mich mit Freunden. Geh doch allein nach Hause. Meine Erinnerung und Maris. Allein nach Hause, wenn sie so klein war. Hey, ist das da drüben nicht deine Schwester? Ja, und? Ruf sie doch mal her. Nee, warum? Nichts zu sagen. Schauen wir weiter, oder? Die hängen hier alle ab. War doch nicht also rosig, hä? Tu ich nicht. Es ist der Hochzeitstag unserer Eltern. Etwas Passendes für zwei wäre schön, findest du nicht? Das ist alles schon so lange her.
Mama will nicht, dass du dir solche Sorgen machst. Mach einfach, wie du denkst. Ja. Oh, okay. Mama ist einfach nur etwas müde, oder? Was denn sonst? Mal nicht gleich den Teufel an. Immer weiter gehen. Zum Glück haben wir besseres Wetter. Ja, es ist lange her, dass wir etwas gefeiert haben. Warum? Nicht wegsehen, Akito. Wahrscheinlich nicht. Verlassen. Warum verlassen mich alle? Können wir gar nicht hin. Okay. Mama und Papa sind jetzt wohl endlich wieder vereint. Ja. Beide kaputt hier, ne? Mhm. Das wird ein Neuanfang für uns. Ja, du hast recht. Oh, jetzt wird's düster. Wie viele Neuanfänge müssen wir noch durchmachen? Das ist nicht mal ein Anfang. Wie weit geht es hier runter? Hab keine Angst, alles wird gut. Wann kommen wir unten an? Wir wären unten aufschlagen, das wäre vorbei. Dann wären wir wenigstens wieder bei Mama und Papa. Hör auf.
Wende dich nicht ab, Akito. Du wolltest wissen, was sie fühlt. Tokyo Tower, okay. Nicht springen. Er ist direkt unter dem Tokyo Tower, okay. Akito, es geht mir gut. Ich muss nur Mari finden. Ganz richtig. Du musst sie beschützen. Ja, ich lauf nicht mehr davon. Irgendwo hinführen. In eine große Arena. Autschi. Hier ist es. Ja. Er ist da drin. Genau wie deine Schwester. Bereit? Welch eine Schande! Keiner von euch weiß die Wunder der Reise zu schätzen, die eure Lieben erwartet. Ich bin hier, um mit Mari zu reden. Du wirst mich nicht aufhalten! Oh, und wie willst du das bewerkstelligen? Sie hat nichts mehr zu sagen. Oh!
wurde geöffnet. Und nun der letzte Schritt. Möge der Fluss der Zeit enden. Klappt nicht, was? Was geschieht hier? Entschuldigen. Das weiß ich. Und das hat mich hier gehalten. Das war nicht deine Schuld. Ich wollte die hier holen. Seelen der Menschen von ihren sterblichen Ketten befreit werden sie gereinigt. Ich werde endlich mit meiner Familie wieder vereint.
Wir werden im ewigen Paradies leben. Frei von Verlust und Schmerz. Ende zu machen, Akito. Ja. Das ist das Ende für dich. Köpfe wegballern oder was? Oh Junge. Okay, ich muss ein bisschen was sammeln. Geh weg. Reiß ihn raus. Kennst du sein? Mach uns weg! Niemand! Begreif den Punkt! Ihre Eins! Er hat den Verstand verloren. Jawohl. Als er mit dem verschmolzen ist. Mehr als erbärmlich. Bleib schön hier. Come on.
So, drei Köpfe hat er drin, oder? Tut mir leid, dein Körper ist schon besetzt. Also, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Es geht ums gemeinsame Leben und Lernen. Oder, Partner? Genau. Du Monster! Du bist viel zu verblendet, um das zu verstehen. Hier. Na, ich muss ein bisschen was einsammeln, ne? Seelen waren hier gefangen. Gefangen? Soll das heißen? Genau. Sie wurden nur von ihren Körpern getrennt. Sie sollten jetzt wieder frei sein. Alle? Bis auf Mari. Dezember gestorben. Und Mutter am 9. Juni. Ich hab's nicht vergessen. Ich kann es nicht vergessen. Niemals. Ich tue nicht mehr so, als würde es nicht wehtun. Ich werde weiterleben. Auch wenn ich will. Du kannst dich also endlich deiner Familie öffnen, hm?
Und ich dachte schon, du würdest jetzt endlich mal die Klappe halten. Ja, das wäre nice gewesen. Ich muss dich noch um etwas bitten. Und zwar? Sprich mit meiner Frau und meinem Jungen. Sag ihnen, ich habe nie aufgegeben. Keine Sekunde. Mach ich. Versprochen. Sorry, dass ich das von dir verlange. Ich würde es ja selbst machen. Aber ich werde langsam müde. KK! Lass nicht noch einen Geist von dir Besitz ergreifen, hörst du? Die meisten sind nicht halb so charmant wie ich. Ja, bist ein echter Charmeur. Du verdrehst mir richtig den Kopf. Solltest mir dankbar sein. Weg ist er. Ja, ne? Ich sag's mal so, das war ganz nice zu spielen, aber jetzt für einen Blockbuster-Titel irgendwie jetzt nicht so supi-dupi. Was soll's? Ich muss mal gucken, weil da gibt's ja noch jede Menge Sidequests. Ich weiß nicht, wo man nach dem Abspann rauskommt. Mache ich vielleicht noch weiter, reine Fleißarbeit. Aber mal gucken. Also so richtig supi-dupi war's jetzt nicht. Story war auch ein bisschen flach. Teilweise fand ich's halt ganz gut, aber irgendwie so richtig geflasht hat's mich nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Das Coole ist, spielt's halt einfach mal nach. Bis dann, ciao.
Büro.